Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die SPD hat einen Antrag vorgelegt mit einer Zielsetzung, die grundsätzlich unterstützungsfähig von unserer Seite ist, nämlich die Bekämpfung von Steuerbetrug zu optimieren, die erfolgreiche Arbeit des Finanzamtes in Wuppertal weiter zu stärken und zu unterstützen. Die CDU will ja auch nichts wirklich Schlechtes, will die Behördenkooperation mit dem LKA stärken und das Ganze mal in ein Gesamtkonzept stellen. Da kann man bei all diesen Forderungen ja nicht viel gegen haben. Aber, und insofern, es ist eine Wertschätzung des Status quo, den wir ja auch richtig und gut finden. Aber aus unserer Sicht greift, wenn man das jetzt reduziert auf diese effiziente Strafverfolgung von Steuerbetrug, greift das eigentlich viel zu kurz. Denn schaut man sich das mal EU-weit an, stellt man fest, dass in den EU-Staaten jedes Jahr 50 bis 70 Milliarden Euro allein durch die sogenannte aggressive Steuervermeidung der großen Konzerne an Steuereinnahmen verloren geht. Diese aggressive Steuervermeidung mag legal sein, aber man kann da die Legitimitätsfrage durchaus stellen. Und schaut man sich das mal an, wie das in Deutschland aussieht, zahlen multinationale Unternehmen in Deutschland laut einer Studie des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung Mannheim ca. 30% weniger Steuern als vergleichbare national operierende Firmen. Das führt dazu, dass kleine und mittlere Unternehmen überproportional und unsere Unternehmen dann überproportional für die Infrastruktur zahlen, für das Gemeinwesen, damit auch Wettbewerbsnachteile erleiden. Das ist das Gegenteil von einem fairen Wettbewerb. Und deswegen, ja, man kann ja auch noch mal auf Apple gucken, das wird ja auch immer viel zitiert, und zu Recht stellt sich hier die Bevölkerung die Frage, warum ein Konzernriese wie Apple auf seine europaweiten Gewinne, die er nach Irland verschoben hat, nur einen symbolischen Steuersatz von 0,005% bezahlt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für das Funktionieren des europäischen Binnenmarktes ist daher neben der richtigen, konsequenten Strafverfolgung des klassischen Steuerbetrugs ist besonders wichtig, aus unserer Sicht hier auch zu einer Steuerharmonisierung zu kommen, die Mindeststandards für die Unternehmenssteuern festlegt. Des Weiteren schaut man sich die Steuerbetrugsfälle an, die in den letzten Jahren spektakulär aufgeschlagen sind, und die Hintergründe dazu, wie zum Beispiel der Cum-Ex-Skandal, dann stellt man fest, dass inzwischen nicht mehr so in der Schweiz die ganzen Steueroasen liegen, sondern dass unversteuertes, zum Teil illegales Geld inzwischen in Briefkastenfirmen, zum Beispiel im US-Staat Delaware, in Panama oder in Malta oder in anderen Steuersümpfen versteckt wird. Diese Briefkastenfirmen werden von Strohmännern verwaltet. Der wahre Eigentümer bleibt im Dunkeln, und so werden nicht nur Steuern hinterzogen. Und deswegen weist durchaus die CDU in ihren Antrag auf einen wesentlichen Aspekt hin. Denn es geht eben nicht nur um Steuerhinterziehung, sondern auch das organisierte Verbrechen wie die Mafia, wie Terrororganisationen, wie der IS und korrupte Diktatoren verstecken so ihre illegal erworbenen Vermögen. Was hilft an der Stelle? An der Stelle hilft nur Licht ins Dunkel bringen. Und das heißt, wir brauchen ein gemeinsames europäisches, öffentlich einsehbares Transparenzregister, das wirtschaftlich Begünstigte von Unternehmen, Trusts, Stiftungen offenlegt. Leider gehört auch Deutschland zum Paradies für das Waschen von schmutzigem Geld. Ich will das nicht alles ausführen, aber zu meinen, wie hier CDU und FDP vorgetragen haben, dass die Bundesregierung hier an so internationalen Lösungen und auch an europäischen Lösungen hier konstruktiv mitarbeitet, um hier genau in diesem Bereich der aggressiven Steuervermeidung mal etwas mehr Steuergerechtigkeit zu sorgen, das ist nun wirklich Fake News, das ist faktisch nicht der Fall. Deutschland ist da nicht unbedingt der Motor, sondern an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich der Bremser gewesen. Kurz und gut zusammengefasst, wir finden es selbstverständlich richtig, dass hier die optimierte Steuerfahndung hier, dass das weiter optimiert wird. Aber dann frage ich mich natürlich, es ist ja auch eine Ressourcenfrage,
Kollegen haben, von der SPD hat darauf hingewiesen, ob denn in einem ersten Schritt dann das richtige Signal ist, dass man im Nachtragshaushalt 139 Stellen schafft für die Aufblähung der Ministerialbürokratie und vielleicht nicht als erstes Signal dieser neuen Regierung zum Beispiel die Defizite bei den Betriebsprüfern, die wir nach wie vor haben, und da vielleicht ein paar mehr Stellen in der Steuerverwaltung ansiedelt. Rot-Grün hat damit begonnen, und ich bin gespannt, ob Schwarz-Gelb diesen Weg dann letztlich auch umsetzt. Denn ein paar warme Sprüche, Herr Witzel, und ein paar Bekenntnisse, das können Sie alles machen, aber die werden nicht helfen, sondern letztendlich zählen hier die Taten. Da sind wir gespannt, denn das hat auch was mit den Haushaltsberatungen zu tun, ob Sie Ihren Sprüchen hier auch Taten folgen lassen. Schönen Dank.